Ich bin jetzt viel stärker, also kann ich endlich Rache nehmen. Verabschiede dich, Bruder. Bitte hör auf damit. Puh, das war knapp. Ich will doch nur etwas Spaß haben. Warum bist du nur... Bitte nicht, nein! Ich versuche dich nicht zu verfehlen. Mal sehen, was passiert. Wird es so zu Ende gehen, Bruder? Ist es endlich vorbei? Ich kann nicht glauben, dass ich noch am Leben bin. Verdammt, wie konnte er nur ausweichen? Warum tust du das alles? Hör auf, so zu tun, als wüsstest du es nicht. Es hat schon angefangen, als wir noch klein waren. Du warst so ein Weichei und dein Hamster hat mich so angekotzt. Oh, Bubble, warum hast du ihm wehgetan? Mein Schatz, ich weiß, was zu tun ist. Mutter gab uns neues Spielzeug. Du warst so froh darüber, aber ich... konnte es nicht ertragen, zu sehen, dass du neue Sachen in der Hand hattest. Also habe ich es dir weggenommen und kaputt gemacht. Was du warst am Boden zerstört. Das hat mir so gefallen. Ist alles in Ordnung, Liebling? Sie haben dich immer vorgezogen. Dich mehr geliebt als mich. Meine Zeichnung war so viel besser. Das macht mir Angst, Mama. Kane, was ist? Ach du meine Güte. Oh, so etwas sollte kein Kind malen, mein Sohn. Ist mir egal. Entschuldige dich. Ja, mein Schnurrbart. Du hast immer so getan, als wärst du ein Heiliger. Hast Tieren geholfen. Ui, wie toll. Dabei waren Mutter und Vater immer so stolz auf dich. Ich konnte das nicht mit ansehen. Schließlich war ich auch sehr gut in etwas, die Tiere in böse Monster zu verwandeln. Meine Güte. Aus irgendeinem Grund sorgten sich Mutter und Vater plötzlich um meine Entwicklung. Unsere Eltern bekamen Angst. Der Arzt untersuchte mich, bis er plötzlich... Ich glaube da... Oh mein Gott! Schauen Sie her! Ihr Sohn hat ein böses Herz! Ich gebe es nicht gerne zu, aber das war mir schon klar. Na, was hast du nur angerichtet, du Idiot? Nein, hör auf damit! Eine Schlange? Runter von mir! Dieses Kind ist vom Teufel besessen! Sofort dieser dumme Arzt warf uns raus. Schlaf schön, mein Schatz. Hab dich lieb. Von da an ignorierten sie mich noch mehr. Sieh mich nicht so an, du Fiesling! Ich wollte nur geliebt werden. Doch du wolltest all ihre Liebe für dich. Wie zum... Was ist passiert? Schlaf gut, Brüderchen. Aber wie... Mami! Was ist denn, Liebling? Was hast du nur wieder angestellt? Nein, Mama! Jetzt ist es aber genug. Hey, mein Kleiner. Ich hoffe, es geht dir gut. Warum lieben sie mich nicht? Mach, dass du wegkommst. Mama, Papa, bitte, ich hab mich doch bemüht. Nichts da, hinfort mit dir und komm bloß nicht zurück. Du hast mich wirklich enttäuscht. Mami, bitte tu das nicht. Sie ließen sich nicht erweichen, obwohl ich noch ein hilfloses Kind war. Sie verwehrten mir den Zugang zu meinem Zuhause. Vom ersten Tag an warst du ihr Liebling und jetzt bin ich endlich dran. Das ist nicht wahr. Sie lieben dich. Ist mir egal. Das ist dein Ende. Bruder, es tut mir leid. Du hast recht. Ich verdiene das. Es gibt kein Zurück. Hä? Was zum Henker ist das? Ein Foto von uns? Na los, bring es zu Ende. Nein, ich kann das nicht. Ich... Hey, mein Sohn. Weißt du eigentlich, wie sehr dich dein Bruder liebt? Nachdem du weg warst, war auch er nicht mehr derselbe. Er war unglücklich, alleine. Er malte Bilder von dir, Blatt für Blatt. Ich weiß, wir haben dich fortgeschickt, aber du hast ihm gefehlt, an jedem einzelnen Tag. Mami, wo ist mein Bruder? Es ist besser ohne ihn. Nein, ist es nicht. Ach, mein Kleiner. Es war unsere Schuld, nicht seine. Ich kann nicht glauben, was ich ihm angetan habe. Tu, was immer du tun musst. Nein, Bruder. Es tut mir leid, du bist frei. Du meine Güte, ist das dein Ernst? Du bist der Beste. Das wusste ich schon immer. Ich hab dich wirklich vermisst. Hä? Ich dich auch nicht. Wir sind stolz auf euch. Gleich wirst du bereuen, dass du hier aufgekreuzt bist. Nein, bitte tu das nicht. Zu spät. Sayonara. Was tust du da? Ich? Ich tue auch nichts. Güte. Wir haben uns nur unterhalten. Ich bin kein Verräter. Verräter? Davon war keine Rede. Also, genug gequatscht. Tschüss. Mist. Fandet ihr ihn denn nicht verdächtig? Omni, wie geht's dir? Alles okay? Machst du Witze? Kaufmo ist der Verräter. Hat gerade versucht, mir etwas anzutun. Kaufmo? Ja, er war schon komisch drauf. Ja, kam mir auch merkwürdig vor, dass er ein Messer bei sich hatte. Ja, wir müssen ihn melden. Sofort. Wir brauchen erst einen Beweis, ansonsten wirken wir verdächtig. Wir müssen uns aufteilen und ihn suchen. Ja, das sollten wir tun. Das klingt gefährlich. Aber gut, ich bin dabei. Kaufmo, nein, warum bist du denn so komisch?
Gleich wirst du es wissen. Was hast du mit dem Messer vor? Das wird lustig. Nein, damit spielt man nicht. Ich habe mir schon mal in den Finger geschnitten. Keine Sorge, was jetzt kommt, ist gleich vorbei. Was sagst du da? Und vorbei. Siehst du? Mir wird das komisch. Einer ist erledigt. Jetzt werde ich mich erstmal verstecken. Ja, das sieht gut aus. Er war doch eben noch hier. Nein, Kinga, mein Freund. Wer hat dir das angetan? Erzähl mir alles. Hilf mir, King, bitte. Kannst du noch etwas für mich tun? Ja, mein Freund, alles, was du willst. Kannst du bitte... Nein, er ist tot. Das bist du nicht. Welch tragischer Verlust. Hast du King das angetan? Du bist der Verräter. Nein, es ist nicht so, wie es aussieht. Glaubt mir. Sein Blut klebt sogar noch an deinen Händen. Blut? Oh. Du denkst, du kannst uns veräppeln, du Lügner! Ich lüge nicht! Bitte glaubt mir doch! Meine Geduld ist am Ende! Ich melde das! Also... Hier sind wir! Er hat King etwas angetan! Nein, das ist nicht wahr! Bitte glaubt mir doch! Ich bin mir sicher, er weiß! Und wir haben ihn dabei erwischt! Er muss der Verräter sein! Tut mir leid, aber ich stimme dem zu! Ich auch! Er ist verdächtig! Du meine Güte, Leute! Der wahre Verräter ist Kaufmo! Was? Er versucht doch ganz klar nur von sich abzulenken. Ich stimme auch für ihn. Du Bastard! Wie viele Votes habe ich bis jetzt? Kane! Wir wissen auch, dass Kaufmo es ist. So ein Unsinn, ihr Lügner! Das ist kein Unsinn. Wir wählen dich! Oh ja, das werde ich auch tun. Ihr drei Idioten, ihr liegt ja wie gedruckt. Du bist der Lügner. Du bist dran. Ach, wen soll ich nur wählen? Vielleicht Kane. Ach komm schon, wir wissen beide, dass ich unschuldig bin. Vielleicht hast du recht. Wie wär's mit... Zube, mach keinen dummen Fehler. Er wird uns alle vernichten. Naja, ich... Ach egal, wen interessiert's? Du meine Güte, Zubel, bitte... Puh, sie hat nicht mich genommen. Jetzt habe ich vier Stimmen. Das kann nicht sein. Ich kann nicht glauben, dass ihr das getan habt. Ah! Oh, hallo, kleine Klaue. Du weißt, was jetzt kommt, nicht wahr? Ich werde das nicht hinnehmen. Ah! Das gibt es doch nicht. Das Nein! gibt es doch Kane! Nicht. Nein, Kane! Armer Kane. Er hat Kinder auf dem Gewissen. Er hat Kinder auf dem Gewissen. Ich weiß nicht, ich schwöre. Oh nein, er hat die Wahrheit gesagt. Das ist so unfair. Checkt ihr es jetzt? Hab's ja gleich gesagt. Also weißt du was? Ich habe nur meine Aufgaben erledigt. Ich war's nicht. Tschüss. Er ist echt komisch. Folgen wir ihm. Klar, als ob mich das interessieren würde. Sie wollten uns ja nicht glauben. Es tut mir so leid. Komm, machen wir weiter. Wo sind denn nochmal die Kabel? Oh, da sind sie ja. Das wird einfach. Hey, Gängel, hilf mir doch mal. Ich hab so Angst wegen dem Verräter. Musst du nicht. Komm schon. Es gibt viel zu tun. Für uns alle. Aber... Was war das? Mach dir keine Sorgen. Es wird alles gut. Kaufmo war zwar komisch, aber... Warum wackelt das die ganze Zeit? Hallo? Ist da jemand? Ich meine, wir müssten noch mal darüber reden, ob Kaufmo wirklich... Gänge? Was zum... Hörst du mir überhaupt zu? Unerhört. Wir müssen sehr vorsichtig sein damit. Leute, helft mir. Du bist also die Nächste. Warum tust du das? Ich hab dir nichts getan. Ist mir doch egal. Ich mache euch alle fertig. Du meine Güte, das hast du wirklich vor. Ich bin schneller als du. Zum Glück. Schluss mit dem Rumgehampel. Ja. Ich bin schlauer als ihr alle. Ich werde siegen. Was tut ihr hier? Du bist der Verräter. Sag mir doch. Also los. Holen wir ihn uns. Nein, verdammt, so nicht. Ich mache euch auch fertig. Gleich seht ihr meine wahre Gestalt. Er abstrahiert. Schnell weg hier! Wartet auf mich! Ich werde dir um Gnade winseln! Lauf! Wir müssen melden! Schnell! Autsch! Verflucht! Ich kann es nicht mehr kontrollieren! Ich werde sie aufhalten, bevor sie mich melden können! Wir sind fast da! Da vorne! Na, endlich! Jax! Nur noch ein Stück! Ich kann schon die Hand danach ausstrecken! Gleich haben wir es! Zu früh! Kaufmann, tu uns nichts! Zeit zu spielen! Tut mir leid, wir spielen nicht! Sieh nicht nach hinten! Gleich hab ich euch! Er darf uns nicht berühren! Verflixt, das ist eine Sackgasse!
Lebt wohl! Sprecht euer letztes Gebet! Was sollen wir nur tun? Ich weiß was, Pomni! Hör mir zu! Es gibt nur einen Weg hier raus! Wir müssen den Report-Knopf drücken! Ja, aber, ich meine, egal! Ich mach das! Das ist mein Mädchen! Du kannst das! Was? Hey, hier bin ich! Nahkampfmodus, du blödes Monster! Was sagst du da? Wie kannst du es wagen? Los, Pomni, jetzt bist du dran! Das ist unsere Chance! Bald werde ich deine Stimme nie wieder hören müssen! Oh nein, Pomni, bitte! Das ist unsere letzte Chance! Pomni, was zum... Sie hat's geschafft! Oh, Jax, wir haben's geschafft! Warte, das ist unmöglich! Was zum Teufel ist passiert? Nun, sagen wir es so. Du bist der Verräter. Aber das kann doch nicht sein. Fliege ich jetzt raus? Nein, das kann nicht sein. Das könnt ihr nicht. Nein, Leute. Das ist es, was du verdienst. Helft mir doch. Ja. Es ist vorbei. Gute Arbeit, mein Lieblingshase. Danke, du auch. Ich bin so froh, dass ihr... Ach du liebe Güte! Pomni ist tot! Was geht hier vor? Was ist hier los? Nein! Was zur Hölle? Pomni ist sie! Die arme kleine Pomni! Pomni, nein! Wer war das? Weißt du es? Nein. Ich auch nicht! Gehen wir der Sache auf den Grund! Lügst du, Jax? Was? Bist du es gewesen? Nein! Ich war dabei, mich aufzubrezeln, als ich Pomni sah. Hey, wo geht's hin, Süße? Süße? Hi, Jax! Ich hab da was für dich. Hier, nimm schon. Wow, ein Geschenk! Danke! Wie widerlich! Wo kommt das her? Es tut mir leid, okay? Ich weiß nicht, wie... Ach, Ruhe auf den billigen Plätzen! Was? Oh. Was ist das? Meine Maske! Ups. Und das ist alles, was passiert ist. Du warst das also! Aber ich... Voll ins Gesicht! Ich meine... Er also nicht. Dann eventuell du, Kinder. Warum ich? Ja, er könnte es gewesen sein. Dann erzähl mal. Ich weiß nicht, ich schwöre, dass ich das nicht war. Dann erzähl mir deine Geschichte. Okay, schon gut. Das fing alles an, als ich meine Kissenburg fertigstellte. Pomni war in der Nähe und ich zeigte ihr meine Errungenschaft, aber sie zerstörte sie vor meinen Augen und rannte davon. Niemand lacht mich aus. Sie tänzelte herum und machte sich zum Affen, das nervte mich. Also lauerte ich ihr auf mit einem Ausgang, in welcher sich ein Abstrahierter befand. Das ist... Sie rannte davon wie ein Feigling und ich amüsierte mich königlich. Und das ist dann auch schon alles. Warst du das also? Kinger auch nicht. Dann vielleicht du. Ich weiß nicht, Herrgott. Dann du. Ich weiß nicht. Dann du. Was, ich? Oh, so unschuldig. Ach, gar nichts. Ich halte das nicht aus. Kaufmo. Ich? Nein, warte. Du warst es. Ich sag dir alles. Pomni war wie immer dabei, den Ausgang zu suchen und öffnete eine Tür nach der anderen. Pomni, es gibt keinen Ausgang. Sagst du was nicht? Doch sie suchte weiter, weshalb ich sie versuchte, mit meinen Späßen abzulenken. Ich bin eine Puppe, bitte abstrahiere mich. Hast du das gehört? Mir gingen die Ideen aus und ich wollte nicht, dass sie sich schlecht fühlt. Also machte ich eine Ballonfigur. Tschüss, Kaufmo. Es war wirklich traurig, doch plötzlich brach etwas unter meinen Füßen. Es war Subels Bein. Hey, Kaufmo, hast du mein Bein gesehen? Natürlich nicht. Ich finde es einfach nicht. Es muss irgendwo stecken. Merkwürdig. Aber du hast wohl recht. Und hier ist der Beweis. Du hast es. Na, warte. Wer dann? Was ist los, Kain? Was? Nein! Er war es nicht!
Lasst es mich erklären. Ich war es, der Jack sein Geschenk in einen Haufen verwandelte, um Pomni einen Streich zu spielen. Ich war es, der dafür sorgte, dass Kingles unzerstörbare Kissenburg in sich zusammenfiel. Ich war es, der Subels Bein klaute, damit er sich langlegt und es vor Kaufmo platzierte, damit er drüber stolpert. Seht ihr? Bubbles ist unschuldig. Was? Okay, dann. Hast du es? Ah, ich belebe sie wieder. Dann kann sie die Wahrheit erzählen. Das geht? Ja, schreiten wir zur Tat. Was ist passiert? Bin ich am Leben? Ach, du Mörder! Was? Was? Ich erzähle alles. Ich wanderte durch diesen langen Flur voller Türen, als Bubbles vor mir auftauchte und seine gruseligen Zähne aufblitzen ließ. Ich ergriff die Flucht und rannte davon. Bleib stehen! Ich rannte so schnell ich konnte. Doch dann stand ich vor einem Abgrund. Ich bereitete mich darauf vor, seinen spitzen Zähnen zu begegnen. Bitte! Nein! Das war nur... Was? Ich stürzte in den Abgrund wegen Bubbles Sabber. Sina, was du getan hast. Genau! Ihr seid nie bestraft! Oh ja! Yeah. Ich wusste es! Bestraft! Es war doch gar nicht seine Absicht, ach, nicht wahr? Ist das so? Danke dir! aber das rettet dich auch nicht! Hör auf damit! Genau, nimm das! Du Lügner! Naja! Na los, ich schaffe das schon. Einfach nur langsam und vorsichtig. Oh, nein, bitte, das darf nicht sein. Oh, es war nicht meins. Puh. Hä? Aber das darf doch nicht. Hab ich es wirklich zerbrochen? Ich will nicht verlieren. Ich will nicht verlieren. Was für eine Tragödie. Wir können doch darüber reden. Nein, Kinga. Oh, ich kann es nicht glauben. Was guckst du so? Mach weiter. Aber sicher. Ich schaffe das. Fast geschafft. Ja, das war's. Wache. Hä? Bist du fertig? Ja, hier, sieh nur. Warte mal. Nun, du hast wohl verloren. Das war's dann. Nein, warte. Bitte tu das nicht. Oh, verdammt. Nur die Ruhe, Jax. Ich hab nur... Was? Den Regenschirm? Wie soll ich... Oh, das ist es. Fast geschafft. Nur noch ein bisschen. Ich wusste es. Das ist meine Chance. Hä? Wer ist da? Ich nehme das und Hallo? Du das. Na ja, egal. Warte. Wo ist mein Keks? Oh nein! Kinderspiel. Ich kann nicht glauben, wie schwer das ist. Ach, ich geb's auf. Bubbles? Was? Das ist es. Jetzt nur vorsichtig, schnell los, ich schaffe es. Was? Das kann nicht sein. Du hast ihn zerbrochen. Zeit für deine Strafe. Ich war so nah dran. Warum ist er zerbrochen? Warte mal. Jetzt bestrafe ich dich. Nimm das und das. Das macht mir gar nichts. Ich werde nicht gut genug bezahlt. Ich bin hier raus. Nicht so schnell. Warte, du musst das nicht tun. Nein. Nein. Das war's. Das bringt ja gar nichts. Oh, bitte, tu mir nichts. Das war ein Fehler. Ist er... Hey, du. Zurück an die Arbeit. Deine Zeit läuft ab. Nur noch 20 Sekunden? Ich muss mich beeilen. Na komm schon, blöder Keks. Na also, geschafft. Oh, seht mich an. Ich hab's geschafft. Ich bin die Beste. Hä? Hey, Subel. Oh nein. Mein Keks. Du bist raus. Yeah. Du bist echt daneben. Du hast noch 10 Sekunden. 10 Sekunden? Beeilung, Jax. Das ist so verdammt schwer. Was?
Lecker! Jetzt sollte es klappen. Verzeihung, aber ich bin fertig. Was wärst du? Okay, du hast bestanden. Yeah, ich bin der Beste. Noch 5 Sekunden. Oh, ich schaffe es. Na los. Halt mich nicht zum Narren. 3 Sekunden noch. Ich disqualifiziere dich. Na los, na los, na los. Hä? Ich hab's. Ich hab's wirklich geschafft. Du hast es bestanden. Oh yeah. Hä? Oh nein. Nein, nein, nein. Warte, bitte. Gib mir noch eine Chance. Oh nein, Jax. Du hast es versucht. Oh, nur noch 1 Sekunde. Ich hab die Nase voll. Das war's. Leute, sie hat es geschafft. Sie hat bestanden. Wirklich? Ich hab's geschafft. Komm schon, schneller. Jetzt hab ich dich. Komm her. Hä? Nein. Wow. Was war das? Jax? Hilf mir, Pomni. Nimm meine Hand. Nein. Nein, lass mich gehen. Jax, nein. Warum? Mein Album? Ach, Jax, warum musste das passieren? Diese Bilder erzählen von unseren Erinnerungen. Doch jetzt sind sie alles, was ich noch von dir habe. Wie unfair! Pony! Was ist denn los? Warum weinst du? Jax ist weg! Was? Jax! Ich hole ihn zurück, keine Bange! Ja, stimmt ja, du kannst ihn zurückholen, stimmt's? Nun, testen wir es einfach. Warte, echt? Ob das was wird? Das ist ein Abstrahierter, ich bin raus. Aber was ist mit Jax? Ich glaub das nicht. Also, Bubbles? Ich helf dir. Wirklich? Sicher. Ja. Du? Lass mich gehen. Lass mich sofort frei. Ich... Traust du mir? Ich kann nichts tun. Aber warum tust du das? Ganz einfach, weil ich mich wieder zurückverwandeln möchte. Mit Hilfe meines Tools. Was? Oh nein. Wo kann er nur sein? Jax? Alle meine Händchen. Tut mir leid. Entschuldige. Vielleicht hinter dieser Tür. Jax? Wow. Definitiv nicht Jax. Jax? Vielleicht die hier. Pony? Es ist hoffnungslos. Oh. Keine Angst, ich denke, ich weiß, wo er ist. Ach so? Dann nichts wie zu ihm. Hört mir! Ja. Mein Plan wird voll aufgehen. Was? Nein, du musst das nicht tun, bitte. Hey! Was? Pony? Du da, schalte es sofort ab. Wie war das? Dann mache ich es halt. Pony, du... Niemand legt sich mit mir an. Hey, lass sie in Ruhe. Komm her, das spürst du mir. Hilfe! Pony, ich muss sie retten. Na los. Oh nein. Bitte. Du bist sicher köstlich. Oh, was machst du da? Pony, ich kümmere mich darum. Abu? Was war das? Fertig! Oh nein! Leg dich nicht mit mir an! Ich fühle mich komisch! Ich was? Ich weiß! Jax! Gleich, ich kann gar nicht hinsehen. Hä? Die Maschine gibt den Geist auf! Oh Gott! Yeah! Geschafft! Bleib sofort still! Hier lang, Kaufmo! Oh nein! Ich muss sofort... Nur noch eine Stelle übrig! Das darf doch nicht wahr sein! Da bin ich auch schon! Willst du mich etwa aufhalten? Oh nein! Pony, Jax, ich halte euch! Hey, hör mir mal zu! Du wirst nie verstehen, wie es ist, echte Freunde zu haben. Du bist ein abstrahiertes Monster. Und wenn du noch einen Funken Anstand hättest, wüsstest du, dass man sowas nicht macht. So. Pomni ist einzigartig. Und gemeinsam sind wir unabhängig. Ja. Genau deshalb... Nein! Jax! Oh nein! Pomni, bring dich in Sicherheit! Aber
Nein! Eure Freundschaft macht euch unaufhaltsam. Warum tasten wir das nicht? Einfach... Oh, mein Gott, das war knapp. Warum nur? Werde ich immer unterbrochen. Unglaublich! Bubbles? Ich hab's geschafft! Was ist mit mir? Hä? Das nervt. Pomni, ich liebe... Danke dir. Endlich! Warte, du bist schon hier? Hä? Oh! Hey! Mir geht's schon besser. Ja! Endlich! Geschafft! Aber wo ist Bubbles? Oh, Bubbles! Danke, oh, du bist hier! Ich fühle mich... Hey, danke! Oh, Bubbles! Ich bin so froh, dass es dir gut geht! Pomni? Jax? Ich denke, wir sollten... Na, du weißt schon, knuddeln. Aber sicher! Es ist Zeit für ein neues Abenteuer! Was passiert mit mir? Was ist jetzt? Ich bin klein! Kane? Das Abenteuer heißt... Hm? Was? Babysitting mit Pomni! Was? Was? Oh, Kinder, bitte bleibt hier! Du kümmerst dich um die Pomni! Was? Kane! Warte! Ich habe doch keinen blassen Schimmer, was ich tun soll! Keine Panik! Du hast das bestimmt in dir! Kane? Warte, geh nicht! So eine Sch... hi! Wie schalte ich das aus? Was soll ich tun? Hä? Das ist es! Ich stopf sie einfach voll! Ich will nicht! Baby! Was? Yep, nur für euch! So lecker! Es ist okay! Lecker! Ich mag das nicht! Du Kleine! Hier kommt das Flugzeug! Oder so! Braves Mädchen. Und jetzt, Jax. Hey, ich esse das nicht. Bäh. Und wie du das isst. Na los, komm schon, iss es. Denkst du, das hier ist ein Spiel? Hey, Pom. Oh, nein, warte, tu das nicht. Jax, ich werde dich. Nein. Hey, Gänge, beruhige dich. Ja, siehst du schon viel besser. Was soll ich nur tun? Vielleicht. Das halte ich nicht aus. Hey, das ist es. Ich will es nicht essen. Ich leih mir das kurz. Hey. Hier, bitte. Endlich gibst du Ruhe. Gib mir meine Halskette zurück. Klar. Wie wäre es mit einem Lutscher? Oh, ein Lutscher? Überredet. Oh, das ist so lecker. Darf ich auch mal? Geh weg. Wie war das? Dann nehme ich's neben. Was? Gib ihn zurück. Oh nein, gleich falle ich hin. Oh, arme Subel, was ist passiert? Ich habe meinen Lutscher geklaut. Lecker. Yum. Das ist nicht Jax, fair. Bring ihn zurück. Ich möchte auch auf den Arm genommen werden. Ragata. Ach, verdammt, was soll ich nur... Ich werde Warte. Das ist es. Wer ist mein kleiner König? Und jetzt schlafen, okay? Sie schlafen endlich. Ich will spielen. Oh nein. Du bist müde und möchtest jetzt schlafen. Nein, ich will spielen. Okay, du bist ganz müde. Puh. Das wäre geschafft. Hä? Wo ist Jax? Oh nein, ich muss ihn finden. Mami, oh nein. Ich will spielen. Beruhige dich, Pomni. Du schaffst das. Scheint, als würde das wirken. Das wäre Pomni, sieh nur. Ich bin hier oben. Es ist gefährlich, aber lustig. Was soll ich nur... Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich komme, Jax!
Das macht so viel Spaß. Du kriegst mich niemals. Oh, jetzt ganz langsam, Jax. Dann kriegst du mich niemals. Jax, komm zu mir. Na los, kleiner Mann. Nope. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Oh, nein, hör auf damit. Das ist viel zu gefährlich. Du hast Angst vor... Wow, wow. Jax, nein. Ich werde gleich... Jax! Oh, das war knapp. Mir geht's gut. Ich habe mir so Sorgen gemacht. Aber klar. Pass besser auf. Was? Oh nein. Jax? Autsch. Geht es ihr? Und hepp. Yippie. Verdammte. Nicht so schnell, Kleiner. Oh nein. Bitte tu mir nichts. Bitte. Ach wo. Ich habe eine viel bessere Idee. Das wäre geschafft. Yay.